Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video von EBAG.TV und in diesem Video geht es um eine Reaction von einem Video, was ich vor ganz kurzer Zeit aus dem World Wide Web gefischt habe. Und zwar hat unser Freund Rob Wrights IMDb für mich als allererster das neue Kellys Theos als Testrad bekommen. Ich hatte ganz kurz mit den Leuten gesammelt und mir haben sie gesagt, ja, geht im Moment nicht, wir haben kein Testrad. Kurze Geschichte, Kellys ist eine Firma aus der Slowakei und die auf der Eurobike auf jeden Fall immer einen riesen Auftritt hatten mit so Bodypainting, wo sie halt Menschen halt angemalt haben und das hat immer einen riesen Werbeeffekt gehabt. War eigentlich immer eine gute Marke aus der Slowakei, ich glaube, die lässt sich ganz gut verkaufen. Jetzt haben sie aber zum Ende 2020 auf der Eurobike das neue Theos-Reihe präsentiert und hatten dazu ein Video gemacht, wo ich gedacht habe, sind wir hier beim iPhone oder was? Ja, auf jeden Fall so war das aufgebaut. Und im Kern geht es darum, dass sie eine nagelneue Fertigungsweise haben, dass ihre Fahrräder auch in Europa gefertigt, gebaut und hergestellt werden und aber auch Robotertechnik einsetzen. Und um welches Fahrrad es geht, und da hören wir einmal ganz kurz rein, was Rob uns hier präsentiert. Hey all, how are you doing? Rob here. I've been waiting for this bike to arrive for a long time now because I think it is one of the most interesting bikes that has been announced in quite some time. It's the Kellys Theos. This is the F90. There's a couple in the range, a longer travel, this one, and a shorter travel e-bike. Now, this is a world's first in terms of frame construction. It's using... Ja, geht natürlich sofort einmal auf das Fahrrad ein. Das ist wahrscheinlich das weltweit erste, was sozusagen irgendwie vorgestellt worden ist. Und es hat da dieses spezielle Material. Und zwar ist es ein Misch aus Carbon, aus Metall und aus Plastik. Und das wird in einer ganz bestimmten Arbeitsweise halt zusammengefügt und sorgt dafür, dass es das Fahrrad halt was ganz Besonderes kann. Exactly is thermoplastic hybrid steel composite. So it's a combination of materials, a composite containing steel microfibers, carbon fibers, and a thermoplastic material as a binding compound to bring it all together. So why use this new material when carbon fiber, traditional carbon fiber, and aluminium have been used in the bike industry for such a long time? Also er spricht natürlich nochmal davon, dass diese drei verschiedenen Komponenten halt ineinander gefügt werden und zu einem Fahrrad gebaut werden. Was den Vorteil hat, einmal, dass es gegen Impact, also gegen irgendwie Schläge, wohl zweimal so ja, gut schützt. Und wenn man halt vielleicht einen Unfall hat, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo gegenfährt oder so, es ist so sechsmal auch heftiger oder mehr hält als Carbon vorher. Was insgesamt dazu führt, dass so ein Fahrrad halt einfach viel langlebiger ist, viel mehr aushält und auch viel besser produziert wird. Ja, und jetzt fängt er an, halt über die Produktionsweise zu sprechen und hören wir einmal ganz kurz rein, was er dazu zu sagen hat. It's produced by robots, whereas regular carbon fiber bikes are manually made in molds and that requires a lot of human input. Ja, wer sich mal mit der Produktion von Carbonrahmen beschäftigt hat, der hat festgestellt, dass da unheimlich viel Handarbeit in so eine Produktion halt reinfließt. Und wenn ich mir vorstelle, dass man so eine Firma, nehmen wir mal an, 1000 Rahmen produziert, dann sind ja viele Leute damit beschäftigt und jeder hat natürlich irgendwie einen anderen Handgriff. Und auch wenn die Standards halt gleich gesetzt werden und auch da eine gute Qualitätskontrolle halt ist, trotzdem schleichen sie natürlich Fehler ein und Unterschiede in der Qualität. Whereas a robot should be able to make an exact clone hundreds of thousands of times over. Und das ist halt, er spricht halt genau davon, dass halt ein Roboter wirklich 100.000 Mal das gleiche Produkt herstellen kann. Ähnlich wie in der Autoindustrie ist es ja auch so, dass man halt, dass die Sachen halt immer gleich gefertigt werden, was natürlich erstmal für uns als Endkunden dafür sorgt, dass wir halt eine gleichbleibende Qualität haben und wahrscheinlich auch dazu, dass man so Rahmen halt auch viel günstiger fertigen kann, was natürlich eigentlich dazu führen sollte, dass halt der Preis auf jeden Fall
von Carbonrahmen in der Fertigungsweise auch sind. Jetzt hat er mal sozusagen eine Animation rausgeholt, wie man sich das ungefähr vorstellt, wie so Rahmen, wie so Roboter, so Fahrrad, diese E-Bike-Rahmen bauen. And what they're saying is that the composite material is formed in a robotized stamping process. Robotic arms precisely place the preheated composite to make a binder soft and it can be manipulated layer by layer before the form closes and press forms it all into a desired shape. Ja, das sieht natürlich total spannend aus, wie die Roboter das machen. Ja, ich verlinke mal so zwei, drei Videos wie von anderen Herstellern, wie deren Rahmen halt gebaut werden, halt in Handarbeit. Ganz schöner Unterschied. Guck da auf jeden Fall mal rein, mache ich unten in die Beschreibung rein. Ja, und jetzt kommt dann natürlich auf das Recycling, was ich vorhin schon angesprochen habe, was natürlich für uns in der heutigen Welt extrem, extrem wichtig ist. Hören wir auch mal ganz kurz rein, was er zum Recycling sagt. Really importantly is this new material can be recycled. Whereas regular carbon is virtually impossible to actually recycle. Whereas this new hybrid material can be remolded, reused, or even broken down into different components using high temperature for reprocessing. So that's a massive benefit to using. Ja, was ich so sagte, man kann halt das Material wieder in seine Einzelteile zerlegen und das wieder ganz normal halt in den Prozess halt wieder mit einfügen, zu 100%, so wie ich das verstanden habe. Und es gibt halt ja schon Firmen, die ihre Carbonrahmen zurücknehmen und auch recyceln, aber da wird das Carbon einfach nur geschreddert und dann sozusagen in den normalen Prozess wieder mit eingebunden, was natürlich auch wieder Verlust hat. Und hier scheint es nicht so zu sein. Ich gehe nochmal auf die Spezifikation des Fahrrades ein. Es ist natürlich ein super Enduro-Bike in einem Mallet-Setup, also vorne 180, hinten glaube ich 170 mm Federweg. Was auch ziemlich spannend ist, ist das Gewicht. Dadurch, dass sie halt einen sehr kleinen Akku verbauen, der aber 726 Wattstunden hat, wird das Gesamtgewicht des Fahrrades auf 22,8 Kilo gedrückt. Was natürlich halt schon ziemlich wenig ist und man ja normalerweise viel mehr Geld ausgeben muss, um halt so ein leichtes Fahrrad zu haben. Weighs 22.4 Kilos. Which I think is brilliant. It's one of the lightest long travel big battery e-bikes I've ever tested. Ja, er sagt natürlich, das ist natürlich echt ein riesen, total geringes Gewicht und das geht ja schon wieder, ich sag mal so, nicht in Richtung Light Bikes, aber 22,8 Kilo, das sind dann vielleicht 23,2 inklusive Pedalen, was ja echt ziemlich wenig ist für diesen massiven Federweg. Jetzt geht er natürlich nochmal auf das Design ein und er spricht vom Terminator. Es ist auf jeden Fall ein ziemlich gutes Design von dem Fahrrad, was natürlich viel nach viel Aggressivität und vor allem nach viel Fahrspaß aussieht. Und die Kellys-Leute haben mir gesagt, dass sie das Fahrrad halt auch so bauen können, weil dieses Material es einfach so zulässt, dass sie halt sowas auch ganz gut machen können. Ja, ein wichtiges Element bei dem Fahrrad ist natürlich auch der Hinterbau und Kellys hat halt hier auch ein ganz spezielles, ja, neues Hinterbausystem für sich entwickelt, was sie ThinkLink nennen. Und in diesem ThinkLink, das erinnert mich so ein bisschen an diese aktiven Eingelenke aus den 80ern, das sieht man auch nochmal bei ihm im Video, wo dass er halt, das wirkt so, als ob wenn du normal trittst, dass das Fahrrad halt wirklich mit ganz wenig Federbewegung halt einen super Vortrieb generiert. Also ein bisschen so in Richtung, ja, ich will nicht sagen Hardtail, aber auf jeden Fall starr direkt nach vorne geht. Aber wenn man dann Federung braucht, dass da das sofort sehr gut funktioniert und auch die 170 mm Federweg super frei. Now let's take a look at this suspension linkage. Kellys call it ThinkLink. It's got a virtual pivot, and when you compress it and move it through the travel, you can see that linkage move up and out of the way from the bottom bracket. And there's hardly any pedal kickback at all. Right at the very, very end of the stroke, there's a minute amount of movement on the chain, but what that means is it should be super smooth through the chunky stuff. Ja, gehen wir nochmal, oder ich möchte natürlich nochmal auf die Geometrie eingehen. Erstmal ist es so, dass Kellys halt zwei Rahmenhöhen anbietet, einmal ein M und ein L. Entweder ist das dem geschuldet, dass sie sozusagen noch nicht weiter gekommen sind, halt weitere Rahmenhöhen anbieten, oder sie können keine weiteren Rahmenhöhen anbieten, was natürlich erstmal den User oder den Käuferkreis einschränkt ins praktisch, ja, ich kann mir das nicht so richtig ausmalen, aber gefühlt würde ich sagen, zwischen 1,70 und 1,90, die passen auf die Räder auf. Dann sind die Daten halt
Der Reach ist in Größe M 463 mm und in Größe L 482 mm. Der Lenkwinkel ist 64,5 bei beiden, 76 Grad Sitzwinkel. Und das verspricht auf jeden Fall schon mal, ja, ein ziemlich klasse Rad zu werden. Er sagt in seinem Video, dass ihm die Hinterbaustreben, die Kettenstreben etwas zu kurz waren. Das muss man natürlich einmal fahren, das ist natürlich klar, aber das wirkt halt nicht ganz so kurz, aber kurz macht ja auch immer wieder verspielt und dafür macht man, setzt man ja auch ein 27,5 Zoll Mallet ein, dass man halt kurze Hinterbauten hat. Muss man einfach mal fahren, mal schauen, wie das Ding funktioniert. Zum Ende muss man natürlich auch noch mal auf den Preis kommen und das Teos in der F90 Variante mit dem, was ich ja, oder worüber, also was auch verbaut ist, und zwar eine DI2 Schaltung, wo die Energie halt auch aus der Batterie geliefert wird, finde ich ein bisschen schwierig, weil die Erfahrung, die ich mit DI2 gemacht habe, wo das halt auch aus der ganz normalen Batterie genommen wird, ist so, wenn die Batterie mal alle ist oder Motor ist aus, lässt sich nicht schalten. Das finde ich natürlich bei den SRAM Access Sachen viel besser, weil die einen eigenen Stromkreislauf haben. Und klar geht da auch, kann auch die Batterie alle gehen, aber die kann ich natürlich nochmal ersetzen, wenn ich jetzt also die Schaltung und die Sattelschütze habe, kann ich die tauschen. Auf jeden Fall ist es so, dass wenn die Batterie alle ist, kann das auch noch funktionieren. Dann kostet das Rad 8.999 Euro. Das ist natürlich, finde ich, eigentlich, ja, wie soll ich sagen, es sind 9.000 Euro, ist verdammt viel Geld. Aber ich finde, für die Innovation, für dieses Neue, und da komme ich gleich auch nochmal dazu, dass ich finde schon, dass das so eine Revolution sein kann, was den Fahrradbau angeht. Das ist das eine. Und das Zweite, was Kellys natürlich auch beweist, dass man in Europa ein ganzes Fahrrad inklusive Carbonrahmen fertigen kann. Warum? Weil nämlich die Firma, die diese Rahmen fertigt, in Belgien sitzt. Klar, die ganzen Shimano Fox-Teile kommen natürlich woanders her, aber sie lassen den Rahmen in Belgien produzieren und schrauben die in der Slowakei zusammen. Also es ist auch ein EU-Produkt. Da bin ich jetzt wieder durcheinander gekommen. Dann ist vielleicht 8.999 Euro auch nicht so viel. Ich habe natürlich einmal auf dem Markt geguckt, was es für ähnliche Fahrräder gibt für 8.999. Da bin ich auf das E-Inception AM 9.7.2 gekommen, was wirklich ähnliche Eckdaten hat, halt von allem drum und dran. Und Stevens bietet auch ein Recycle an, dass man kaputte Rahmen da abgeben kann und die werden dann in der Nähe von Hamburg geschreddert und fließen dann sozusagen in den normalen Produktkreislauf wieder ein. Kostet dann 8.200 Euro. Also es ist so, ich finde es eigentlich, wenn man das so relativiert und man denkt, dass es eine moderne Geometrie und eine Fertigungsweise wirklich funktioniert mit einem guten Shimano-Motor, da hat man echt viel von. Und am Ende ist es halt EU-Produkt. Wir haben ja alle festgestellt in letzter Zeit, dass es vielleicht ganz schlau ist, wenn man halt ein Produkt hat, was vielleicht nicht diese weiten Anreisen hat aus Asien oder wo auch auf der Welt die Produkte herkommen, sondern wenn die halt in Europa hergestellt werden, kann man vielleicht besser auf die Zyklen zugreifen und halt auch direkter das machen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ich hatte natürlich mit den Kellys Leuten gesprochen, es gibt in Deutschland einen Vertrieb, der sitzt in Berlin, ob sie mir jetzt auch ein Rad zur Verfügung stellen können. Meinen sie, nein, sie haben nur 3 weltweit oder europaweit, Rob hat 1. Fand ich natürlich total schade, weil ich es schon am Anfang danach gefragt hatte. Aber sie haben mir versprochen, dass sie mir ungefähr im April auch ein Testrad liefern können, weil da geht die ganze Produktion oder wird ihre große Produktion halt ausgeliefert. Und da sind wir natürlich gespannt. Bisher war das alles in Papierform, eine Reaction auf Robs Videos. Die Videos, bitte schaut euch die an. Die sind, ich finde, höchste Qualität, super gemacht. Und Rob ist halt ein Videofilmer oder Videograf, der halt als Hintergrund der EMTBs Forum, das größte E-Bike oder EMTB Forum der Welt, hat englischsprachig, für die produziert er, oder hat er angefangen, seine Videos produziert. Ist jetzt riesengroß, verdient sein Geld damit, alles gut, toller Typ. Ich werde auf jeden Fall mal versuchen, so ein Fahrrad zu fahren, teste aber noch natürlich alle weiteren Fahrräder. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, schaut morgen noch rein, liked und haut die Kommentare raus, was ihr zu meinen Reaction haltet. Okay, bis dann, alles Gute und tschüss.